Guten Tag, hier meine heutige Schlagzeile. Messi macht's Mordspaß in Miami, wo man im Gecko ein Steak für 1200 Dollar essen kann. In Zeiten, wo im Fußball nicht nur die Kugel, sondern auch der Rubel gewaltig rollt und Saudi-Clubs mit gigantischen Summen locken, hat sich Weltfußballer Lionel Messi für Miami entschieden. Sehr zur Freude von David Beckham wechselte der Argentinier im Juli von Paris Saint-Germain in die Major League Soccer zum Club Inter Miami, wo der englische Ex-Nationalspieler Mitinhaber ist. David bezeichnete die Verpflichtung, die auf seiner Japan-Reise um 5 Uhr früh klargemacht wurde, als großen Moment in seinem Leben. Messi, siebenfacher Ballon d'Or-Preisträger, zuvor viele Jahre beim FC Barcelona und zuletzt in Paris in Diensten, war gerade in Boca Raton auf der Suche nach einem Haus für sich, seine Frau Antonella und die Söhne Thiago, Matteo und Ciro. Der Starkicker hat aber auch noch eine 9-Millionen-Bleibe im renommierten Porsche Design Tower von Miami, wo man auf 60 Stockwerken 132 Luxuswohnungen findet, mit Blick auf Beach und Stadt. Sein Debüt beim neuen Club gab Lionel, der in seiner Laufbahn über 800 Tore schoss, beim Spiel gegen Cruz Azul, wobei Inter Miami 2-1 gewann. Den Sieg feierten er und Beckham mit Frauen und Freunden im Promi-Lokal Gecko, einem japanischen Steakhouse mit Sushi-Bar in Miamis Brickell-Zone, wo man sich für 1200 Dollar ein köstliches Rib-Eye-Steak braten lassen kann. Trotz Messi-Mania und restlos ausverkauften Spielen ein kleiner Wermutstropfen für David und Victoria Beckham. Ihre Freundschaft mit Prinz Harry und Meghan von Sussex, bei deren Hochzeit sie zu Gast waren, ist in die Schräglage geraten. Die beiden werden vom Herzogpaar bezichtigt, Informationen an die Presse gegeben zu haben.